Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung von königlichem Wissen. In diesem Video zeige ich euch eine Partie aus der 9. Runde des Superturniers Norway Chess zwischen Alireza Firusya und Magnus Carlsen, dem Weltmeister. Vorneweg noch der Hinweis, heute Abend ist die letzte Runde angesetzt dieses Turniers. Ich kommentiere wieder live auf meinem Kanal auf Twitch ab 19 Uhr. Unter dem Video findet ihr den Link zu meinem Kanal auf Twitch. In dieser Partie ging es um nicht mehr und nicht weniger als den Turniersieg. Die Vorzeichen waren klar. Carlsen führt vor der 9. Runde. Firusya direkt dahinter und der 17-jährige Iraner, der ja schon Weltklasse ist und ja einer der vielversprechendsten Schachspieler momentan in der Szene, hatte die Chance jetzt mit Weiß Carlsen zu schlagen und ihn in der Tabelle zu überholen. Er beginnt die Partie mit Springer F3. Es geht weiter mit Springer F6, G3. Das hat Firusya jetzt häufiger gespielt, insbesondere bei diesem Turnier. C5, Schwarz hat sehr viele Möglichkeiten, sich hier zu entwickeln. Läufer G2, Springer C6, kurze Rochade. E5, ein weiterer Bauer im Zentrum von Schwarz. Und hier ein erster interessanter Moment. Firusya spielt hier E4, stellt auch einen Bauern ins Zentrum. Schwarz darf diesen Bauern jetzt aber nicht schlagen, wegen Springer schlicht E5, Springer schlicht E5, Läufer schlicht E4. Und Weiß hat hier schönen Entwicklungsvorsprung und der Computer gibt hier schon ordentlichen Vorteil an für Weiß. Carlsen weiß das natürlich und spielt D6, möchte die Stellung im Zentrum nicht öffnen, weil sein König steht noch in der Mitte. Es ging hier weiter mit C3, die Idee offensichtlich mit D4 das Zentrum anzugreifen und zu öffnen. Schwarz verzichtet weiterhin auf den Bauern, spielt G6, plant die Entwicklung des Läufers nach G7, um hier den Läufer schön zu postieren auf der langen Diagonale. D4, greift das Zentrum an, C schlicht D4, Läufer G4, fesselt den Springer auf F3 und droht den Bauern auf D4 zu schlagen. Firusya nimmt einmal auf E5 weg, D schlicht D5 und hier ein interessanter Moment auch wieder. Er entwickelt sich einfach weiter mit Springer C3. Ich denke, dass Dame A4 ein Ticken besser ist. Einfach die Dame auf dem Brett halten, das Feld frei machen für den Turm, damit er mit Tempo nach D1 kommt. Und hier erfolgt Dame A4 auch mit Tempo, weil der Bauer auf E5 geschlagen werden droht. Weiß droht den Bauern zu schlagen auf E5. Stattdessen Springer C3. Etwas ruhig, etwas zahm. Läufer G7, H3, greift den Läufer an. Jetzt aber tauscht hier Firusya letztendlich die Damen. Dame schlicht E8, Turm schlicht E8, Läufer schlicht F3. Und nach kurzer Rochade haben wir eine Stellung, ja, im Prinzip schon ein Endspiel. Die Damen sind vom Brett, eine Leichtfigur ist getauscht, zwei Bauern, symmetrische Bauernstruktur, sehr, sehr ausgeglichen die Stellung nach der Eröffnung. Es geht weiter mit König G2, Springer D4. Wir sehen, Schwarz hat einen wunderschönen Springer hier mitten im Zentrum. Firusya wollte auch einen schönen Springer im Zentrum und spielte Läufer G5. Ich bin mir nicht sicher, ob der Abtausch des Läufers gegen diesen Springer die beste Option ist. Man hätte auch sowas wie Läufer oder Turm D1 spielen können und später Läufer E3, um den schönen schwarzfeldigen Läufer erstmal auf dem Brett zu halten. Gut, aber ich verstehe auch, dass Firusya Läufer G5 gespielt hat. Es ging weiter mit H6, Läufer schlicht F6, Läufer schlicht F6, Springer D5. Und hier haben wir im Prinzip eine, ja, fast komplett symmetrische Stellung. Bauernstruktur ist symmetrisch, die Läufer stehen symmetrisch, die Springer stehen symmetrisch. Der einzige Unterschied sind hier der König auf G2 und der Turm auf D8. Also sehr ausgeglichene Stellung nach der Eröffnung. Turm D6, schöner Zug, macht das Feld frei D8 für den Läufer, um ihn eventuell am Damenflügel zu postieren. Turm AC1, Weiß besetzt die offene Linie mit dem Turm, Läufer D8. Turm FD1, König G7, alles normale Züge. Hier denke ich im Nachhinein, dass Firusya ja das folgende Manöver vielleicht hätte nicht spielen sollen. Springer E3. Die Idee ist, er möchte nach C4, um diesen Bauern zu attackieren. Ups, dahin natürlich, um den Bauern zu attackieren. Das kostet immer so ein bisschen Zeit. Gut, am Gleichgewicht ändert es nichts. Es geht weiter mit Turm A6, greift den Bauern auf A2 an. A2, A3, H5. H5 ist ein guter Zug von Schwarz. Droht, H4
mit der Idee, den Bauern zu tauschen. Und wenn die Bauern getauscht werden, dann entsteht hier auf E4 eventuell ein schwacher Bauer. Dann entsteht ein schwacher Bauer. Beziehungsweise, wenn der G-Bauer vorgeht, der Weiße, dann entsteht hier ein schwaches Feld, wo eventuell der Springer rein könnte oder der Läufer. Springer C4 greift den Bauern an, Läufer F6 und jetzt spielt Firouz ja selbst H4. Er möchte nicht, dass Schwarz H4 spielt. Turm AC8, Turm FC8, Springer E3, Turm C6, Turm schlägt C6, Turm schlägt C6 und hier sieht man, dass letztendlich Carlsen zumindest die angenehmere Stellung hier hat mit Schwarz. Der Grund ist simpel, weil er hat hier einen schönen Springer im Zentrum, plus sein Turm kontrolliert die offene C-Linie, während der weiße Turm hier ja so ein bisschen nur auf den schwarzen Springer draufschaut. Nicht so schön. Die Stellung befindet sich aber natürlich immer noch im Gleichgewicht, weil materielles Gleichgewicht plus Material reduziert, keine schwachen Bauern auf beiden Seiten, also wir verfügen beide über einen starken Springer. Der weiße Springer kann auch jederzeit nach D5. Also ist schon sehr ausgeglichen. Turm D3. Aber ein Ticken angenehmer zu spielen für Schwarz, weil er, wie ich schon sagte, einen starken Springer hier hat. Plus der Turm kontrolliert die offene Linie hier. Läufer D. Nee, Entschuldigung. Ich habe mich verklickt. Läufer D8 hier. Nein, nein. Wo war das? Hier Läufer D8. Läufer D8. Turm D1. Läufer D1 natürlich. Turm C1, Läufer B3, B5. Turm D1. Hier bietet Weiß den Turmtausch an, einfach um dem Remishafen immer näher zu kommen. Schwarz, wenn er nehmen würde den Turm, dann würde natürlich der Läufer nehmen. Wenn der Springer diesen Läufer schlägt hier, dann schlage ich natürlich mit Weiß den Turm, den Läufer da oben auf D8. Das wäre beides okay für Weiß und Carlsen möchte nicht zu viele Figuren abtauschen und zieht den Turm zurück nach C8. Läufer A2, A5, Turm D3, A4. Wir sehen, peu à peu verbessert Schwarz so seine Stellung. Zwar nicht entscheidend, aber er holt das Maximum aus dieser Stellung heraus. Läufer B6. Er schiebt halt die Bauern vor am Damenflügel, gewinnt dadurch Raum. Ne? Der Läufer wird auf eine bessere Diagonale gestellt. Der Springer steht sowieso perfekt. Super Figurenspiel von Schwarz. Und hier wurde Firouz, dem so langsam aber sicher auch die Zeit davon lief, nervös und forcierte die Ereignisse. Anstatt ruhig zu bleiben und nichts zu tun, mit zum Beispiel Turm D2, die Stellung halten, den Status quo nicht verändern, spielt er hier Turm C3 und forciert den Turmtausch. Problem aber nach Turm schlägt C3, B schlägt C3 ist, dass Weiß hier zwei schwache Bauern erhält. Und nach Springer B3 hat er hier einen Bombenspringer, der diesen Läufer blockiert auf A2. Weiß kann nicht nehmen, weil Schwarz erhält diesen Freibauern hier und nach Läufer C5 gewinnt er den Bauern A3 und Weiß müsste letztendlich den Springer opfern gegen den Bauern. Natürlich nahm Firouz ja nicht raus, er spielte König E1. Läufer C5 greift den A3 an, Springer C2 deckt den. Hier zeigen die Engines Vorteil an für Schwarz, wenn man den Springer hier stehen lässt und sowas wie F5 spielt zum Beispiel und sich hier weiter am Königsflügel ausbreitet und auch den König näher führt. Aber Carlsen, der Weltmeister, hatte hier etwas Forciertes gesehen und zwar Springer C1. Greift den Läufer an. Problem ist aber, dass nach Läufer D5 Weiß diesen weißfelderigen Läufer aktiviert. Springer D3 Schach mit Angriff hier auf König und Bauer. König E2, Springer schlägt F2. Carlsen hat einen Bauern gewonnen, aber nach Läufer C6 kann Firouz die schwarzen Bauern am Damenflügel attackieren. F6, Springer E3. Ganz wichtig hier aus beiderseitiger Sicht: Läufer schlägt B5 ist nicht gut wegen Springer schlägt E4 mit Attacke auf den Bauern. Und wenn Läufer schlägt A4 kommt, das geht gar nicht wegen Springer schlägt C3 Schach und dieser Gabel und Schwarz gewinnt hier eine Figur. Das sah Firouz hier natürlich und spielte Springer E3. Es droht König schlägt F2. Und sehr schön, der Springer geht jetzt in die Ecke. Und es ist selten, dass man sieht, dass ein Springer in ein Eckfeld hervorragend steht hier, ne? Weil er attackiert den Bauern G3. Firouz kann den Bauern aber decken mit Springer F1. Es geht weiter jetzt forciert mit Läufer schlägt A3, Läufer schlägt B5, Läufer B2, Läufer schlägt A4, Läufer schlägt C3. Letztendlich hat Magnus Carlsen einen Bauern gewonnen, aber, und das hat auch ein Zuschauer in meinem Chat
im Livestream sehr schön beschrieben. Es ist einfach zu wenig Masse auf dem Brett. Mangels Masse wird es Remis enden. Was er damit meint, ist einfach, dass das Material ist halt stark reduziert und dadurch schwinden die Gewinnchancen für Schwarz, auch wenn er einen Bauern mehr hat. König f3, Läufer d4. Das, was Weiß jetzt hier macht, ist letztendlich, er will Bauern tauschen. Ich habe schon mal in meinem Video goldene Endspielregeln erläutert. Wenn man Materialnachteil hat, soll man versuchen, Bauern zu tauschen, um das Potenzial rauszunehmen. Ihr müsst euch vorstellen, wenn hier drei Bauern jeweils getauscht werden, dann hat Schwarz am Ende nur einen Bauern übrig, plus die ganzen Leichtfiguren. Das reicht niemals zum Gewinn. Zur Not opfert Weiß einfach eine seiner Leichtfiguren gegen den Bauern und mit zwei Leichtfiguren gegen eine Leichtfigur kann man nicht gewinnen. Theoretisch. H-Schlicht g4, Königlicht g4, Springer f2 Schach, König f3, König h6, Springer g3, Springer d3, Läufer e8. Es plätschert jetzt so ein bisschen dahin, Springer f4, Springer f2, e2. Weiß bietet hier eine Figur zum Tausch an. Die Profis unter uns wissen, dass nach Springer schlicht d2, König schlicht d2 ein Endspiel mit ungleichfarbigen Läufern entsteht und das ist halt Todremis. Hier könnte Schwarz halt den Bauern nach 4 attackieren, aber am Ende gewinnt Weiß diesen Bauern hier und stellt den Läufer hier auf und zieht mit dem König einfach nur über die weißen Felder, wie er lustig ist. Und diese weißfeldrige Blockade kann Schwarz nicht brechen, weil er hat hier nur einen schwarzfeldrigen Läufer. Carlsen tauscht nicht die Springer, er geht zurück und versucht halt noch das Maximum rauszuholen aus dieser Stellung. Läufer f7, Springer c5, Springer g3, Läufer c3, h5. Nach dem Motto, ich will tauschen, Bauern tauschen. Läufer e1, greift den Springer an, Läufer schlicht g6, Läufer schlicht g3, König schlicht g3, König g5. So, hier hat Schwarz eine letzte Patrone noch, König f3, Springer b3, egal was Weiß macht, der schwarze Springer wird später am Damenkönigsflügel auftauchen und den Bauern h5 gewinnen. König g3, Springer schlicht h5. Das war vorauszusehen, aber es ist immer noch total Remis. Eigentlich. Weiß könnte jetzt einfach mit dem König zur Seite gehen und den Läufer auf dem Brett halten. Das ist ein Remis eigentlich. Es ist zu wenig Material auf dem Brett. Das kann Schwarz nicht gewinnen. Aber Felucia nahm hier raus. Springer h5, Läufer schlicht h5. König schlicht h5 und jetzt ganz wichtig hier, König h3. Wir haben ein Bauernendspiel und im Bauernendspielen geht es häufig darum, die Opposition zu halten und das tut hier Felucia, indem er die Opposition hält und dadurch auch das Gleichgewicht. Auch wenn Schwarz hier einen Bauern mehr hat. Ich habe bisher noch nicht ein Video gedreht zur Opposition. Das ist das grundlegendste Endspiel. König plus Bauer gegen König. Zum Beispiel das folgende. König g5, König g3, f5, E schlicht F5, König schlicht F5 und hier König F3. Weiß hat die Opposition und hier läuft es auf ein Patt hinaus. Wenn der König später hier auf E1 steht, das habe ich gelb markiert, wenn der schwarze König hier steht und der Bauer hier steht, auf E2, dann haben wir ein Patt. Das ist so das typische Szenario in König und Bauer gegen König. Ich werde das wahrscheinlich in einem anderen, in einem weiteren Video mal vorstellen. Dieses grundlegende Endspiel König und Bauer gegen König. Hier aber belasse ich es bei dieser Information erstmal und zeige euch, wie es in der Partie weitergegangen ist. Carlsen wittert natürlich noch seine Chance. Er hat einen Bauern mehr. Wieso nicht? Probieren. König H6 spielt er. König H4, Weiß hält die Opposition. König G7. So, hier ist es ganz wichtig für Weiß, weiter die Opposition zu halten. Also König G3. König G5 geht ja nicht, da steht ein Bauer auf F6. König H5 wäre ein großer Fehler, einfach stupide hinterher zu laufen, weil hier gewinnt Schwarz mit König F7 und läuft einfach außenrum zum weißen E-Bauern. König G7, König G3 also. König F8, König F2. Einfach auf der F-Linie bleiben, Fernopposition. Ne? Hier sind fünf Felder Abstand zwischen. Fernopposition. König E7, König E2, völlig okay. König E8, sehr lustig. Carlsen geht einfach mal nach E8 zurück. Hilft nicht. Es hält alles Remis hier. König E3 oder so noch schöner finde ich König E1. Diese mega Fernopposition. Ich weiß gar nicht, ob es dafür einen Namen gibt. Die entfernteste Fernopposition. Sieht man auch sehr selten. Aber das ist ausgeglichen hier. Gut, machen wir weiter. König E3. Carlsen nähert sich. König D7. König D3. König D2 übrigens ist auch Remis. Oder ausgeglichen. König D3. König D6. Und hier, ja, Frage an euch. Wie hält man hier Remis?
Könnt ihr mal drüber nachdenken. Das Ding ist, Firussia hatte hier nur noch 10 Sekunden Zeit oder so, 15 Sekunden. Allerdings haben die für jeden Zug 10 Sekunden dazu bekommen. Ne? Es war nicht so, dass die jetzt abliefen und er hätte verloren. Immer alle 10 Sekunden, er bekam für jeden Zug 10 Sekunden jetzt. Das war halt nach dem 40. Zug. Ab dem Zug 41 bekamen die bei diesem Turnier immer 10 Sekunden Zeitgutschrift pro Zug. Magnus Carlsen hatte hier noch super viel Zeit, 40, 50 Minuten oder so. Aber Firussia war in Zeitnot. Und hinzu kam natürlich, er spielt gegen den Weltmeister. Er hat schon mal gegen ihn verloren, dieses Jahr bei einem klassischen Turnier in Weikernsee. Und natürlich diese mentale Anspannung. Halt, ne? Er ist jetzt Junge, ist erst 17 Jahre alt. Während Magnus Carlsen halt ein erfahrener Hase inzwischen ist, der amtierende Weltmeister seit ja, inzwischen 7 Jahren. Ne? Ja, inzwischen 7 Jahren. Man hält Remis hier, indem man König D2 spielt. Einfach die ferne Position halten und das ist Remis. Ein Fehler ist König C2. Denn dann, sehr lehrreich, passiert das hier wieder. König E7 und der König läuft außen rum. Wieder. Was macht er aber für Russia hier? Er spielte nicht König D2, den einzigen Zug, der Remis hält. Er spielte König C3. Und das ist für einen Großmeister seines Kalibers ein Riesenfehler. Ganz klar. Das ist einfach die Unerfahrenheit. Hier gewinnt Schwarz jetzt mit König C5. Er hält jetzt hier die Opposition. Und der weiße König muss aus der Opposition rausziehen. Firussia sah sein Malheur und gab hier auf. Ich zeige euch aber noch, wie es hätte weitergehen können. So, logisch ist König D3. Und jetzt nähert sich der schwarze König an. Das Problem ist in solchen Stellungen, dass immer die Bauern auch noch eine Rolle spielen. Hier, der weiße König kann nicht nach D4 und kann nicht die Opposition einhalten. König D4 geht hier nicht. Er muss weichen. Zum Beispiel so. Und jetzt kommt der schwarze König näher. So, 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 so. Und jetzt ist es vorbei. Der weiße König kann nicht nach vorne. Und Schwarz gewinnt hier diesen Bauern. Hat letztendlich zwei Bauern mehr. Und das ist trivial gewonnen. Die Bauern laufen einfach vor. Und Weiß kann nicht beide Bauern aufhalten. Das war der Grund, warum nach König D6, König C3, König C5 Firussia aufgab. Eine ganz bittere Pille für den jungen Iraner, muss man sagen. Aber ich bin mir sicher, dass er nach diesem Fehler stärker als je zuvor zurückkehren wird. Das ist eine Lektion natürlich. Passiert halt. Er ist gerade mal 17. Aber trotzdem, nichtsdestotrotz, für einen Großmeister seiner Spielstärke eigentlich ein mega, mega Fehler. Ein mega Fehler. König C3. Das noch zu verlieren. Heftig. Aber man sieht natürlich, unter welcher Anspannung Schachspieler auch stehen. Wenn sie in Zeitnot geraten, wenn es ein wichtiges Turnier ist und man sitzt am Brett sich gegenüber. Das ist eine ganz andere Geschichte halt, wenn man ruhig am online sich das anschaut und eine Engine laufen lässt oder das in aller Ruhe, wie ich live kommentiert. Ne? Also ich war baff, als die Leute mir sagten im Channel, im Chat, dass Carlsen noch gewonnen hat. Ich dachte, ich hatte das schon abgeschrieben, dachte, ja, das wird ja sowieso Remis. So kann es gehen. Damit steht der Sieger von Norbert Chess auch fest. Das ist Magnus Carlsen. Er ist uneinholbar vorne. Nichtsdestotrotz, heute Abend kommentiere ich die letzte Runde auf Twitch ab 19 Uhr. Ihr seid herzlich eingeladen, mit mir die letzten drei Partien dieses tollen Turniers live zu erleben. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns heute Abend.